hier mal wieder Brettspieltests. Heute gucken wir uns Paleo an. Das ist ein großes kooperatives Brett- und hauptsächlich Kartenspiel von Hans im Glück und vom Autor Peter Rustemeyer. Das hier ist die Schachtel, die du siehst. Ich nehme die mal aus dem Weg. Dann siehst du schon einiges vom Spielmaterial. Es ist für 2 bis 4 Spieler ausgelegt, empfohlen ab 10 Jahren und dauert je nach Partie 45 bis 60 Minuten. Wobei man gerade bei einer Niederlage, das kann auch mal ein Stückchen schneller gehen. Kooperativ, falls du es noch nicht weißt, bedeutet, ihr spielt gemeinsam gegen das Spiel. Also die 2, 3, 4 Spieler. Jeder hat seinen eigenen Stamm, den er versucht zu entwickeln, aufzubauen und vor allem, das Allerwichtigste, zu überleben. Es ist modular aufgebaut, das Spiel. Es gibt verschiedene Kartensets. Über Karten wird die Engine quasi gesteuert. Die sind, da oben siehst du immer einen Buchstaben. Und dann gibt es in der Spielregel empfohlen, bestimmte Kombinationen aus 2 bis 3 von diesen Modulen, die zusammengemischt werden. Und dadurch, das sind halt dann die Missionen, die man spielt. Ich habe jetzt mal das erste, das wäre Module A und B zusammen aufgebaut und hier so vorbereitet. Was siehst du? Du siehst quasi kein großes Spielbrett, sondern mehrere einzelne Ablagebretter. Das hier in der Mitte ist quasi der Ablagestapel, wobei der zweigeteilt ist, Karten, die man offen ablegt oder die man verdeckt ablegt. Hier rechts siehst du, das ist eigentlich das Wichtigste, hätte ich vielleicht in die Mitte nehmen sollen, quasi dein Lager. Wir fangen schon an mit 5 Nahrung, das sind Holzteile. Wir haben hier den Zugriff auf, oder später über bestimmte Karten Zugriff auf weitere Menschen, auf Träume und auf Werkzeuge, die recht nützlich sind. Zudem ist hier eine kleine Zusammenfassung, ich zoome mal näher ran, mit was für Dingen man unter welchen Karten rechnen kann. Denn, und das ist der spannende, ich würde fast sagen, Hauptmechanismus von diesem Spiel, jeder von uns hat einen Kartenstapel, der setzt sich eben aus diesen Modulkarten A und B in diesem Fall zusammen und einigen Basiskarten, die immer dabei sind. Der wird dann für jeden Spieler in ungefähr gleich große Stapel geteilt. Dazu kriegt man 2 Menschen zum Start, dann vom Menschenstapel und so sieht der Start aus. Und dann darf man von den ersten 3 Karten nur anhand der Rückseite, da kriegt man einige Informationen, was da auf einen warten könnte. Und davon muss man sich jetzt etwas aussuchen. Da hilft schon diese Übersicht, dass man weiß, okay, in den Bergen könnte ich tendenziell Steine oder an Fälle kommen. Hauptsächlich am Fluss könnte ich vielleicht jagen gehen oder Nahrung und Fell bekommen. Im Wald kann ich natürlich Holz tendenziell ganz gut bekommen. Da hilft diese Übersicht schon. Ja, und so ist man dann zugweise am Spiel, also nacheinander, und arbeitet sich durch seinen Stapel durch. Eine Runde oder nennen wir es einen Tag ist dann zu Ende, wenn alle Spieler ihren Stapel durch haben. Dann guckt man an dieses Tag-Nacht-Tableau und da geht es dann weiter mit den Dingen, die man ausführen muss. Zum einen guckt man sich die Mission an. Jedes Modul, also A, B, kommt dann dementsprechend mit 2 Aufträgen, die man erfüllen muss. Dann nehme ich mal eine näher ran. Dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. So, heißt fette Beute und da sehen wir schon, bei Nacht dann müssen wir 3 Fleisch abgeben. Dieses Pfeil heißt immer abgeben. Und ein Fell. Und wenn wir das nicht können, wenn wir das nicht uns am Tag quasi erarbeitet haben, dann kommt ein Totenkopf. Wie du dir denken kannst, sind Totenköpfe nicht so nett. Hier das andere übrigens, da müsste man ein Zelt abgeben. Sonst gibt es einen Totenkopf. Diese Totenkopf sind quasi der Zähler für, sagen wir, für Minuspunkte. Und wenn hier irgendwann diese Zeile mit den 5 voll ist, dann hat man verloren. Das heißt, Totenköpfe will man vermeiden. Wenn ein Mensch stirbt, das sieht man vielleicht, gucken wir uns auch mal einen Mensch an, die sind alle ähnlich aufgebaut. Dieser hier hat quasi 2 Lebenspunkte oder 2 Schadenspunkte, die er nehmen kann. Und würde er zum dritten Mal einen Schaden kriegen, oder den dritten Schaden kriegen, dann kriegt er einen Totenkopf und der Mensch muss halt abgelegt werden. Bringt auch einen Vorteil mit, der ist quasi, hat eine Stärke mit dabei. Mein anderer hat hier einen Lebenspunkt weniger, hat eine Geschicklichkeit, bringt aber dafür auch noch ein Seil mit, das man einmalig benutzen kann. Das ist ein Werkzeug. Bevor wir uns die angucken, aber noch kurz hier, wir haben gerade quasi die negative Leiste gesehen mit den Totenköpfen. Hier oben wird aufgebaut quasi die Siegpunkte, wenn man so möchte. Da baut man so eine Wandmalerei von einem Mammut auf. Das sind quasi immer, wenn man das über spezielle Karten nehmen darf, ist das markiert. Und wenn man es hier schafft, das komplette, diese komplette Höhlenmalerei besteht, glaube ich, auch aus 5 Teilen, genau, aufzubauen, dann hat man das Spiel gewonnen, sofort, egal was sonst gerade so abläuft. Hier sehen wir noch ein paar Geheimniskarten, da kriegt man nur Zugriff drauf auf
aus speziellen Karten, die dir das erlauben, wenn du zum Beispiel bestimmte Personen triffst, die dir was verraten, dann darf man die durchnummerierten, die jeweilige Nummer an Geheimniskarte umdrehen und sich anschauen, was da denn dazukommt. So, und hier hast du schon gesehen, so ein 3D-Aufbau, das ist quasi die Werkzeugbank. Die steht in unserer Höhle, wenn wir zur Höhle, ich guck mal kurz hier meine Karten durch, hier haben wir also Berge, da gehen wir an den Fluss, rot ist immer, das ist gefährlich, da ist in aller Regel was Negatives. Wenn wir hier zum Feuer gehen, dann erste Runde nicht, wie gesagt, nur die ersten drei Karten darf man sich anschauen, aber dann können wir vielleicht im nächsten Zug in die Höhle gehen, ans Lagerfeuer und hier zum Beispiel gesammelte Ressourcen, die sammeln wir hier, ne, wo auch die Nahrung liegt, auf dem Tableau, auch wenn wir jetzt Holz oder Stein bekommen, eintauschen gegen Werkzeuge. Wenn man die entsprechenden Aktionen zum Bauen von Werkzeugen natürlich auf seiner Karte hat, ich drehe die mal um, dann sehen wir auch, wie es andersrum aussieht. Ne? Hier diese, da sehen wir die möglichen Aktionen. Hier, das ist einmal quasi Werkzeugbau an der Werkbank, sieht man da. Oder, siehst du immer das Oder, muss sich dann entscheiden, welche Aktion man macht. Man darf, wenn man ein bis zwei Menschen hat, sich einen Menschen nehmen. Wenn man schon drei oder mehr Menschen hat, dann muss man noch eine extra Nahrung abgeben, um noch einen Menschen sich nehmen zu dürfen. Oder, und das ist ein ganz, ganz wichtig, ist halt ein kooperatives Spiel, eine Helfenaktion. Häufig müsst ihr eure Fähigkeiten und ja, eure Menschen und das, was sie mitbringen, miteinander kombinieren, damit ihr erfolgreich sein könnt. Dementsprechend, ne, wenn man dann seine Karten aufgedeckt hat, für die man sich entschieden hat. Ich gucke mal kurz, ob ich ein Beispiel finde. Ich suche mich nochmal kurz raus. So, wenn zum Beispiel ich hier ein Wildschwein aufgedeckt habe und mein Kollege vielleicht gerade diese Lagerfeuerkarte hatte, er wollte eigentlich vielleicht zur Werkbank und sich ein Speer bauen, entscheidet sich jetzt vielleicht um, wenn ich sage, oh, ich habe hier nur eine Stärke, du bringst vielleicht noch zwei mit, hilf mir mal, weil ansonsten schaffen wir das Wildschwein nicht. Und wenn man das nicht schafft, man kann es einfach dann ablegen. Ne, wir hatten ja hier die Ablagestapel, den offenen, die wäre dann offen, wenn ich es nicht schaffe, oder den verdeckten, wenn man Karten ausgeben muss. Und das sehen wir hier, das ist immer das verdeckt Karten ausgeben, die man vom Stapel hat. Dadurch wird natürlich der Stapel relativ schnell relativ dünn und man kann weniger Aktionen ausführen. Machen wir das mal. Okay, wir haben jetzt, sagen wir zusammen, haben wir die drei Stärke. Ich gebe die obersten zwei Karten, auch eine rote, das ist mir ja ganz lieb, dass ich die nicht ausführen muss. Bezahle ich quasi zusätzlich. Das hier heißt Ablage, wenn man so rot durchgestrichen ist. Das heißt, diese Karte, das Wildschwein, ist halt erlegt. Das ist dann nicht mehr da im Stapel für die nächsten Tage. Bringt uns dann aber drei Fleisch und ein Fell. Oder ist es Leder? Ja, weiß ich nicht. So, das ist halt auch ein Vorteil. Wenn man das einmalig abgibt, kann man Schadenspunkt vermeiden. Das schützt halt ein bisschen. Das nehme ich zu mir. Alles, was man Werkzeugen kriegt, ist erstmal persönlich bei dem Spieler, der das durchgeführt hat. Wenn andere geholfen haben, dürfte man das unter denen, die geholfen haben, verteilen. Ich nehme mir noch drei Fleisch in unsere Höhle dazu, in unseren Vorrat. Und dann lege ich diese Karte ab. Dafür ist da hinten der, nennen wir ihn Friedhof, glaube ich. Da kommen dann die zerstörten Karten hin, die sich für diese Partie erledigt haben. So, jetzt haben wir also ein bisschen Nahrung und ein Fell gewonnen. Die, mit der Karte mir der eine geholfen hat, der kommt hier auf die offene Ablagestapel und so geht es weiter mit dem nächsten Zug. Ich sehe hier schon drauf, manchmal gibt es auch ein paar Informationen, was uns da erwarten könnte. Das ist jetzt nicht nur eine Flusskarte, sondern da sehe ich schon Mammut drauf. Spoiler, Mammuts sind recht stark. Die sollte ich jetzt ganz am Anfang vielleicht erstmal noch in Ruhe lassen. Das wird wahrscheinlich noch nicht, bevor wir nicht noch mehr Menschen haben, mehr Werkzeuge gebaut haben und dadurch ein wenig stärker sind und besser gegen die Mammuts antreten können. Ja, die Werkzeuge hatte ich schon kurz angeteasert. Das sind diese Plättchen vor allem. Drei Basiswerkzeuge sind immer verfügbar. Die kann man sich für die entsprechenden Kosten, falls man es sieht da unten, genau, da sieht man es, ein Holz für die Fackel, ein Stein für den, was ist es, ja, dieser gut geformter Stein, den man benutzen kann fürs Handwerk. Oder da das Speer, was die Kombination aus Holz und Stein ist. Und die, ne, haben hier die gleichen Symbole drauf, die dann entweder Geschicklichkeit dauerhaft, Stärke dauerhaft bringen. Oder, na, es wird wieder nicht scharf, so ist besser. Oder einmalig, ne, da muss man es wieder abgeben, einmalig ein Aufmerksamkeit heißt das. Oder Wachsamkeit, glaube ich, das Auge. Das müsste man dann abgeben, wenn man es dafür dann benutzt. Ja, das sind fast alle. Du siehst da rechts noch zwei Würfel. Bei manchen Karten, das ist aber, glaube ich, noch nicht am Anfang,
Bei manchen Karten ist noch eine, ja, man weiß nicht ganz genau, was die Herausforderung mit sich bringt. Da muss man dann würfeln. Diese Symbole muss man dann zusätzlich erfüllen, gemeinsam im Team, um die Karte, um die Herausforderung zu schaffen. Das käme dann quasi mit dazu. Du siehst auch schon eine Karte da oben drin. Das ist ein Zelt. Das kommt jetzt bei einem der Modulen am Anfang hinzu. Du hast gesehen, wir mussten für die eine der Missionen jeden Tag ein Zelt abgeben, also quasi einen Unterschlupf haben, um nicht einen Totenkopf zu kriegen. Und da oben siehst du, wie diese Karten aufgebaut sind auf der Werkbank. Die kann man sich auch über diese Craften-Aktion quasi bekommen. Und hier, die sagt, man muss zwei Geschicklichkeit haben, da muss man zwei Holz und zwei Felle abgeben. Dann bekommt man ein Zeltplättchen aus dem Vorrat. Übersprungen habe ich die Herzplättchen. Sollte ich eine Herausforderung nicht meistern können, ich gucke mal kurz. Normalerweise darf man die ganzen Karten überspringen, wenn man einfach nichts machen möchte. Bei roten darf man das nicht. Roten Karten, die muss man ausführen. Das heißt, entweder ich habe hier drei Wachsamkeit, kann zwei Karten abgeben und würde dann diese abwerfen. Dann kriege ich eine Traumkarte mit bei mir rein. Das sind in der Regel positive Karten, ne? Hatte ich vorhin kurz gezeigt. Die kriege ich dann auf meinen Stapel. Oder ich verliere zwei Lebenspunkte. Die Schlange beißt mich dann wahrscheinlich. Ja, ich habe vielleicht nicht die zwei Augen. Das heißt, sie wird nicht zerstört, sondern die bleibt leider im Spiel. Ich kriege zwei Schaden und den darf ich dann leider nicht aufteilen, muss ich einer Person geben. Wenn ich es hier meiner Erfinderin gebe, dann wäre sie leider nicht mehr bei uns. Von daher gebe ich es vielleicht hier meiner Kriegerin, die kann zwei Schaden nehmen und ist noch da. So, das ist Paleo. Es lebt halt von diesen Modulen, die dann einzeln zusammengestellt dazukommen mit verschiedenen, wirklich, dieses spielen sich sehr unterschiedlich, das finde ich echt toll gemacht. Und ich würde sagen, alles Weitere gucken wir uns jetzt mal in der Bewertung an. So, die Bewertung zu Paleo. Es ist ein kooperatives Spiel, das sich wirklich anders spielt als viele kooperative Spiele, die wir haben. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Wir sind große Freunde von kooperativen Spielen. Und wenn es da mehr Abwechslung gibt, das ist immer schon mal ein großes Plus. Ich habe immer so drei Kategorien, die ich abarbeite. Beginne da bei der gelben. Das ist so das Äußere, das Material, die Anleitung vor allem auch, das Layout. Machen die Icons Sinn? Ist das intuitiv? Wie kann man die Regeln quasi aufnehmen und umsetzen? Dazu habe ich eine etwas gemischte Meinung. Das Material an sich, alles was hier so ist, inklusive der Werkbank, ne, die finde ich echt cool gemacht in einem 3D. Und auch die Plättchen, da sehe ich keinerlei Abnutzungsspuren, auch bei den Karten nicht. Das ist echt gut gemacht. Und erzeugt auch ein bisschen diese Stimmung, ne? Dass man jetzt hier in der Steinzeit unterwegs ist und seinen Stamm führt. Auch schöne Holzteile bei diesen ganzen Ressourcen. Die Icons am Anfang sind tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was bedeutet jetzt ablegen, was nicht, was abwerfen? Aber das hast du eigentlich schon nach zwei Partien hast du es raus und weißt, wie es gemeint ist. Da gibt es auch eigentlich nicht so unglaublich viel Varianz, dass man da jetzt ständig nachblättern müsste. Was ich auch gut gemacht finde, ist über dieses Beiblatt, weiß man, welche Module man zusammenmischen muss, um welche quasi Level zu spielen. Und was in diesen Modulen Besonderes ist, ist quasi auf den nächsten zwei Seiten beschrieben. Das funktioniert ganz gut, aber was mir da schon mal fehlte, ist, es sind so ein paar Karten in einem Art Glossar zusammengefasst, aber auch nicht alle. Und da sucht man sich, finde ich, auch ein bisschen hin und her, wenn man eine Information sucht zwischen Beiblatt, zwischen der Spielregel und, es gibt aber erstmal einen Pluspunkt, zum Glück hat ein FAQ noch veröffentlicht, das ich mir ausgedruckt habe, weil, wie du siehst, relativ bald sind dann halt durch diese Modulinteraktion schon einige Fragen aufgetreten und die wurden dann in einem FAQ zusammengefasst. Das hilft sehr, würde ich dir sehr empfehlen, druck dir das aus. Und ansonsten, ja, die Regel lässt dadurch halt ein paar Lücken. Dabei habe ich schon die zweite Auflage. Da ist die Werkbank wurde ein bisschen verbessert, dass man sie nicht immer auseinanderbauen muss, wenn man sie in die Schachtel packt und an der Spielregel wurde gearbeitet. Trotzdem, da habe ich noch ein bisschen Abzüge, sodass ich nur auf 8 von 10 Punkten komme. Das zweite ist die blaue Kategorie, die, ja, wie funktioniert das Spiel? Erstmal hatte ich eben schon ein bisschen angeteasert, ist es was Besonderes, ist es was, wovon es 100 Spiele gibt, bringt das einen neuen Pfiff mit rein, motiviert das dadurch zu spielen. Und da kann ich relativ leicht zusammenfassen, es funktioniert wunderbar, auch das mit den Modulen, zumindest mit den Kombinationen, die empfohlen wurden im Beiblatt. Man kann, und das steht natürlich auch so drin, die relativ wild durcheinander mischen. Haben wir auch ausprobiert. Da haben wir manchmal gemerkt, ja, wenn man jetzt zwei Module, wo man jetzt, ich sag mal, ganz viel Holz sammeln muss, gleichzeitig spielt, dann wird es halt extrem schwierig, weil es natürlich nur eine begrenzte Anzahl auch an Karten gibt, die genau eben das, was man braucht, ermöglicht.
Von daher, das wird dann ein bisschen schwieriger und das ist schön, wenn es ein bisschen ausgeglichener ist. Von daher, da macht schon Sinn, vor allem die empfohlenen Kombinationen zu spielen. Innovation, was ist wirklich innovativ? Cool finde ich wirklich, dass man im Prinzip mit den Rückseiten der Karten, die Teilinformationen liefert, arbeiten muss und sich dadurch Entscheidungen treffen muss. Gehe ich jetzt gerade jagen im Wald, gehe ich lieber an den Fluss, gucke, was da ist, oder bleibe ich zu Hause am Lagerfeuer und mache mir aus Holz und Stein ein Speer. Ist ein Stück weit, finde ich, sogar ganz realistisch, thematisch umgesetzt, macht Sinn, dass man nicht immer weiß, wo was wo auf einen trifft, aber dass man im Wald wahrscheinlich Holz sehr hohen Wahrscheinlichkeit, das ist gegeben, das macht Sinn, das finde ich ganz gut. Und auch dieses quasi, dass man nicht jetzt 5 Runden spielt und guckt, wie viele Punkte man hat, sondern dass man, ne, spielt, bis man entweder 5 Siegpunkte oder 5 Totenköpfe hat, ist auch vom Spannungsbogen her, funktioniert sehr, sehr gut. Also da gebe ich hier auch mit 8 von 10 Punkten echt hohe Wertung. Langzeitspielspaß. Ja, da bin ich geneigt zu erwähnen, dass ich oder dass wir in unseren Runden relativ erfahrene Spieler sind. Wir haben, also es sind, glaube ich, ich gucke nochmal kurz nach, 8 verschiedene Missionen. 7 sind es. 7 verschiedene Missionen und wir haben noch eine Promo- oder Mini-Erweiterung, die Terrorvögel, mit denen kann man dann noch zusätzliche spielen, haben wir auch mit reingemischt. Also erstmal 7 Missionen in einem Grundspiel und wir haben 6 der 7 beim ersten Versuch geschafft. Was bei uns für ein kooperatives Spiel eigentlich nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist, weil es soll ja auch eine Herausforderung sein. Nur bei einem haben wir 2 oder ich glaube sogar 3-mal insgesamt verloren, sodass wir das halt häufiger gespielt haben, bis wir es dann geschafft haben und weitergegangen sind. Mag halt wirklich daran liegen, dass wir relativ erfahren sind, sowohl in der Abstimmung als auch in den Mechanismen, wie man bei kooperativen Spielen vielleicht rangeht. Vielleicht hatten wir auch einfach Glück. Also wirklich oft, ich würde sagen, bestimmt in der Hälfte der Siegen war es wirklich knapp, sodass ich gesagt hätte, am nächsten Tag hätten wir diesen nächsten Totenkopf bekommen und hätten es dann nicht mehr geschafft. Man kann übrigens, das ist jetzt nicht standardmäßig mit dabei, sondern zum Ausdrucken bei Hans im Glück, es gibt so eine Art Scoreboard, das du dir ausdrucken kannst, um dann quasi hier deine Errungenschaften festzuhalten, was mit welchen Modulkombinationen hast du gespielt, wie viele Siegpunkte, wie viele Totenköpfe hattest du, und da siehst du schon, ne, 3, 3, 4 war immer eher knapp, und dann kann man sich hier so Errungenschaften, die sind, ich sag mal, relativ frei definiert, kann man ankreuzen, was man da noch geschafft hat. Das ist, finde ich, ganz nett, dass ich sogar gewünscht, dass das von Anfang an mit in der Schachtel drin gewesen wäre. Was ich mir noch viel mehr gewünscht hätte, wäre halt mehr Module, weil dadurch lebt das Ganze. Wenn man erstmal was geschafft hat, dann ist der Wiederspielreiz, genau die gleiche Mission nochmal zu spielen, relativ gering. Und wie gesagt, die Kombination, die wilde, wenn man sich frei die Sachen kombiniert, kann eher frustrierend sein, weil dann Sachen einfach nicht funktionieren oder es, ich sag mal, extrem schwer wird, weil es einfach eine unglückliche Kombination ist. Langzeitspielspaß. Ich habe mich hier für eine 7 entschieden, wie du vielleicht siehst. Da würde ich mir echt wünschen, also sobald mir hier eine Erweiterung rauskommt, werde ich mir die holen. Es gibt noch so eine kleine Mini-Promo-Erweiterung, heißt, glaube ich, Initiationsritus. Ist aktuell noch nicht in den Läden verfügbar, nur online über Hans im Glück direkt, Stand heute, wo ich das Video aufnehme. Aber ich bin mir sicher, ich glaube, wenn ich gucke, für wen bei Empfohlen für, habe ich, glaube ich, alles genannt. Koop-Kenner, also ich glaube, für die schon ein bisschen Erfahrung haben, wenn du sonst, ich sag mal, Geister-Geister-Schatzsuchmeister vielleicht noch die Verbotene Insel gespielt hast, dann könnte der Sprung etwas groß sein. Dann würde ich dir eher so eine Klassiker wie Pandemie zum Beispiel erstmal empfehlen oder vielleicht auch Switch and Signal, ist ein tolles Spiel, so im Familienspielbereich, bevor man dann so in diese wirkliche Kennerrichtung geht, was etwas komplexer wird, wo mehr Abstimmung erforderlich ist, wo auch, ich sag mal, Fehler durchaus bestraft werden und das dann relativ schnell, ne, bei 5 Totenköpfen relativ schnell dazu führen kann, dass man verliert. Bis zu 3 Spiele habe ich aufgeschrieben. Also wir haben es vor allem zu zweit und zu dritt gespielt, was sehr gut funktioniert hat. Zu viert, gerade zum Start, also wenn man mit 4 verschiedenen Stämmen spielt, in der Regel war noch ein Hinweis, dass man, wenn man zu viert ist, sich dann vielleicht irgendwie 2 einfach zusammentun und den gleichen Stamm spielen, was immer so mittelspannend für die beiden dann ist. Mit verschiedenen Stämmen ist schon etwas schwieriger, denn man teilt sich ja diesen Kartenstapel durch alle Spieler gleichmäßig auf. Und wenn du am Ende nur ein Viertel von dem Stapel hast, der jetzt nicht so mega groß ist, dann ist dein Tag halt extrem kurz und du hast gar nicht so viel Vielfalt und Variabilität, was du machen kannst. Von daher 2 bis 3 Stämme, das würde ich viel, viel mehr empfehlen. Und wenn du es irgendwie schaffen kannst, schau, ob du diese Mini-Erweiterung, gerade die Terrorvögel, bringen echt nicht nur A, einen ganz tollen Aspekt rein, sondern B, auch halt nochmal mehr Vielfalt. Du hast dann ein Modul mehr, was du durchmischen könntest oder hinzufügen könntest.
Extrem empfehlenswert, weil Vielfalt ist so das eine, was mir hier noch ein bisschen fehlt, um noch mehr Langzeitspielspaß zu haben. Insgesamt komme ich ja also auf eine 8 von 10, also eine sehr, sehr gute Wertung. Heute von mir, ich hoffe, du hast einen Eindruck von Paleo gewonnen, also 2 Daumen hoch oder sagen wir 1,5 Daumen hoch gibt es dann quasi von mir. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Lass gerne einen Kommentar da. Hast du es schon gespielt? Hast du einen Eindruck davon gewonnen? Wie findest du es? Findest du es auch teilweise ein bisschen zu leicht, weil ihr zu oft gewonnen habt? Oder wie war da eure Erfahrung? Berichte gerne davon. Ich würde mich freuen und sage dann ja, ciao, bis zum nächsten Mal.